Also ich als Performance-Künstler empfinde meinen eigenen Körper als Seismograph, der auf innerliche und äußerliche Schwingungen reagiert. In meinem Fall gibt es keine Trennung zwischen Kunst und Leben. Es ist alles eins. Mia Florentine Weiß ist eine Abenteurerin. Sie begibt sich in Situationen mit ungewissem Ausgang und schafft daraus ein Werk voller Schönheit und Schrecken. Ihr Pegasus-Projekt führte sie auf den Flüchtlingsrouten durchs Mittelmeer. Auf der Suche nach Momenten der Hoffnung und Geborgenheit inmitten von Lebenskämpfen und Verlusten. Pegasus steht in der griechischen Mythologie für Hoffnung und Träume und ist das geflügelte Pferd der Dichter und Denker. Und wenn du das jetzt metaphorisch weiter spinnst, dann kommst du im Prinzip bei der Liebe an. Der Zusammenfall der Gegensätze, das ist ja nichts anderes als das Faustische im Menschen. Das heißt, nur wo Extreme aufeinandertreffen, entsteht Kreativität. Ich habe bei diesem Flügelpaar einen Flügel, der steht für den Abgrund, also das Apokalyptische dieser Welt, und das andere ist der Hoffnungsträger. Am Anfang war das Wort. Und es hört nie auf. Ich muss einfach Rilke zitieren, der sagt, denn das Schöne ist nichts als den schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. The last illusion before disillusion be love. Ich würde die Liebe heute im 21. Jahrhundert vielmehr mit dem Wort Sehnsucht ersetzen. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Sehnsüchte, egal wie und egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Religion. Wir sehnen uns nach Geborgenheit. Ich suche dich und uns alle und ich stelle Fragen und ich gebe Denkanstöße. Ich verkörpere die Momentanaufnahme eines Gefühls und du kannst etwas damit machen. Und entweder es zieht dich an oder es schreckt dich abgrundtief ab. Und es gibt nichts dazwischen. Kunst entsteht im Spannungsbereich der Extreme. Liebe und Hass, groß und klein, existenzielle Geworfenheit und Suche nach Geborgenheit. Eine Fieberkurve mit heftigen Ausschlägen. Ich sehe jede Performance, bevor ich sie begonnen habe. Ich muss sie dann nur noch machen. Das heißt, ich habe in der Theorie ein Konzept, in das ich hineingehen muss. Ob es unangenehm ist, unmenschlich oder unsagbar anstrengend, unheilig, unethisch, unbegreiflich, was auch immer. Das ist die Ungeborgenheit, die ich durchlebe, um am Ende ein für mich Geborgenheitsresultat zu erzielen. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Wie viel Mitgefühl ist möglich? Empathie ernst nehmen. Einfühlung als Möglichkeit, auch den schlimmsten Feinden begegnen zu können. Menschlicher Hybris, Alter, Tod.
Die Künstlerin erspürt die Brüche in der menschlichen Psyche und setzt sie in subversive Bilder um. Gerade aber wird sie von der Wirklichkeit überrannt. Der größte Umbruch, an den ich mich erinnern kann, seit ich auf dieser Welt bin, der findet gerade statt.